Herzlich willkommen zu Fame or Shame. Heute mit einer besonderen Filmausgabe. Aus diesem speziellen Anlass werden wir uns heute nur auf dieses, mehr oder weniger nur auf dieses Thema fokussieren. Und unsere heutigen Kandidaten sind natürlich unsere Filmexperten Christian Stachelhaus und Peter Smits. Hallo. Willkommen. Hallo. Hallöchen. Die anderen haben ihre kleinen Minischwänze noch weiter eingefahren, als sie eh schon waren. Das stimmt, aber die Fragen haben es doch echt in sich. Beginnen wir. Die Regeln sind alles falsch beantworten. Die Regeln sind wie folgt: Wer eine Antwort weiß oder glaubt zu wissen, darf buzzern, hat anschließend 5 Sekunden Zeit zu antworten. Innerhalb dieser 5 Sekunden ist die Antwort richtig, bekommt man einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Und der wiederum hat dann die Möglichkeit, sich auszuantworten. Hat er richtig, hat er quasi 2 Punkte mit einer Frage bekommen. Hat er falsch, bekommt der Erstgenannte wiederum einen Punkt. Und dann ist die Frage raus, ja? So, habe ich verstanden. So, damit auch Sepp beim Schauen der Folge auf seine Kosten kommt, starten wir das Ganze heute mit einer Frage zu einem Actionfilm. Und in diesem Film steckt so viel Action, dass sich Roboter spielend leicht zu Fahrzeugen verwandeln. Daran nehmen beispielsweise Charaktere wie Optimus Prime teil oder auch Bumblebee. Euch den Titel raten zu lassen, wäre an dieser Stelle aber ziemlich einfach. Daher frage ich, wie heißen denn die Gegenspieler der Autobots? Christian. Die Decepticons. Das sind die Decepticons, das ist korrekt. Die konnten immer ein fliegen, leichter Einstieg. Sorry. Stimmt, die konnten sich in Helikoptern so verwandeln. Die Autobots haben es zumindest nie getan, wa? Ja, auch auf der Erde, so in den Serien früher. Die Decepticons konnten zumindest dann irgendwie immer auf der Erde zumindest so fliegen. Und die Autobots so gefahren. Also Autos. Ja, heißt auch die Fliegebots, wa? Nee. Ein leichter Einstieg, keine Frage. Aber bleiben wir bei Autos. Neben Transformers gibt es noch eine weitere Reihe, die mittlerweile aus Dröllfilmen besteht und sich großer Beliebtheit erfreut. Natürlich sprechen wir vom Testosteron- und Benzin-Epos The Fast and the Furious. In einem Teil versteckt sich die Protagonist nach Tokio, wo der Hauptcharakter sich spektakuläre Driftrennen stellen muss. Denn wievielte Teil der Serie ist denn The Fast, Christian? Tokio Drift müsste der zweite sein. Der wievielte Teil der Reihe ist denn The Fast and the Furious Tokyo Drift? Und du sagst Teil 2, das ist leider nicht korrekt. 3. Der bekommt einen Punkt. Du antwortest mit 3? Ja. Ja, das ist der dritte. Das ist richtig. Fuck. Das ist außer richtig. Warum sag ich 2 im Trinkern 3? Genug mit Autos. Kommen wir zur Beinarbeit. Entschuldigung, das Räuspern gehörte nicht dazu. Eine Filmfigur ist bekannt dafür, laufen zu können wie kein anderer. Allerdings ist auch ein bisschen langsam im Kopf, was ihn im Leben vor einige Probleme stellt. Auf einer Bank an einer Bushaltestelle in Savannah erzählt Forrest Gump mehreren verschiedenen Personen Episoden seines bisherigen Lebens. Auch seine gute und quasi einzige Freundin kommt darin vor. Wie heißt sie? Der Vorname. Damn it! Christian? Der Vorname reicht mir. Jenny. Jenny ist korrekt, der Vorname reicht mir, ja. Ja! Das wäre der Text gewesen, den ich sagen wollte. Ich dachte schon, der Vorname reicht mir nicht. Ich habe diverse Male übrigens schon gelesen, dass, also Jenny ist ja immer so angeblich die Hure, ne, die den nur ausgenutzt hat. Die Böse. Genau, aber es gibt echt schlüssige Begründungen, warum Jenny einfach das genau nicht ist. Das war irgendwie ein längerer Text, ging darum, dass sie ja weiß, dass Forrest irgendwie nicht ganz helle im Kopf ist und ihn nicht ausnutzen will und all solche Geschichten oder so. Fand ich auch sehr vernünftig. Da habe ich auch schon mal gelesen, den Text. Dann bleibt die liebe Jenny Corain oder Corain. Jenny! Mann ey, ich hatte es voll im Kopf, ich wollte aber die Frage zu Ende hören. Das ist immer das Coole an diesem Format, dass du halt Risiko gehen kannst. Bis jetzt ging es relativ international zu. Wechseln wir doch einmal nach Deutschland. Denn auch hier gibt es die eine oder andere Produktion, die es zu erwähnen gilt. Ich erinnere hier an Stromberg oder auch den Tatortreiniger. Letzterer überzeugt in wenigen Folgen durch seinen markanten Humor und besonders durch die Hauptperson, gespielt von Bjarne Mädel. Wie heißt denn der Hauptcharakter vom Tatortreiniger? Weißt du, ich habe mich voll auf Bjarne Mädel vorbereitet. Ja, ich habe schon geklickt und habe die Taste festgehalten und den Ding wieder runtergezogen, damit ich ausgelöst wird. Aber wie der Hauptcharakter heißt, das weiß ich nicht. Fuck, ich habe die Serie gesehen. Ja, auch, die ist echt gut. Ja. Mir reicht auch sein infilmischer Spitzname. Okay, dann nehme ich die Frage raus in 5, 4, 3, 2, 1, Frage ist geschlossen.
Heiko Schotte wär's gewesen oder auch Schotti. Ja, Schotti. Damn it. Wir stehen weiterhin 2-2. Gehen wir weiter. Es gibt allerdings auch Filme, die wir in meinem Leben nicht gesehen haben. Nicht, weil sie voller Horror stecken, sondern weil sie einfach zum Fürchten schlecht sind. Laut Metacritic ist der Film, über den wir jetzt sprechen, einer der schlechtesten aller Zeiten, woran auch der Plot mit Schuld sein könnte. Zombies machen sich in einer Schule breit. Ach, lassen wir das. Welchen Titel trägt der Film von Fresh Torge? Christian. Kartoffelsalat. Kartoffelsalat, das ist dein dritter Punkt. Das war ich nicht. Okay. Ich hab Bananenbrot im Kopf gehabt. So eine Scheiße. Oh Gott. Ich dachte mal so, okay, es gibt davon ja 1000 Verarschungen mit Salaten. Ich dachte mir gerade so, scheiße, war Kartoffelsalat richtig? Wir gehen weiter. Ignorieren wir dieses Kapitel deutscher Filmgeschichte und schließen es ganz schnell. Charaktere in Filmen und Serien sind dafür bekannt, häufig nicht die besten Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise erzählen Fieslinge immer erst ihre Lebensgeschichte, bevor sie den Protagonisten ausschalten wollen. Plottwist, das geht fast immer schief. Eine Entscheidung muss sich unter anderem Neo treffen, als er auf Morpheus trifft. Für welche Pille entscheidet sich der Held im Film Matrix? Christian. Die blaue Pille. Das ist leider falsch. Fuck! Peter, möchtest du noch antworten? Ja. Scheiße, was war die andere Farbe? Die rote Pille. Ist rot richtig? Oh mein Gott. Also rot ist jetzt deine Antwort, ja? Ja. Okay, rot ist richtig. Ja. Oh Gott sei Dank! Ich hätte 50% Chance und du weißt die zweite Farbe nicht. Ich hätte aber auch die blaue gesagt, das ist das Geilste. Ich wollte klicken und hätte die blaue gesagt. Oh Mann, ey. Okay, damit hat Peter 2 Punkte bekommen. Damit steht es 4-3 für Piet mittlerweile. Boah, ich bin jetzt sind wir doch schon wieder zu Actionfilmen abgerutscht. Wechseln wir das Gebiet und kommen zu Filmen für die ganz Kleinen. Ich meine damit nicht Jonathan, sondern Christopher Robin. Der mittlerweile erwachsene Christopher trifft auf seine Freunde aus der Kindheit, darunter Winnie Pooh, Tigger und Co. Zusammen erleben sie große und kleine Abenteuer und erkunden das für Pooh riesige London. Welcher Schauspieler verkörpert Christopher Robin? Christian. Oh Gott, nein. Ach komm schon! Nein, ich hab den noch! 4, 3, 2, 1. Jetzt oder nie? Dann schließe ich die Frage jetzt an der Stelle für dich. Peter, möchtest du noch antworten? Peter kennt natürlich den Punkt, weil keine Antwort. Ich hab keine Ahnung, ich kenne den Film, glaube ich, nicht mal. Warte! Pass auf, am Anfang ich so, okay, McGuire. Nein, nicht Tobey Maguire. McGregor. Nein, nicht McGregor. McConnor. Nee, das ist der Obi-Wan gespielt gewesen. Hat. Ja, Ewan McGregor. Das ist doch Ewan McGregor, der Ewan McGregor. Ewan, ja. Oh, Ewan. Ewan, hab ich gerade gesagt. Aber. Ewan McGregor. Ewan ist schrecklich. Oh, wie kann ich Ewan McGregor nicht erinnern? Oh ja. Ja, McGregor wäre richtig gewesen, aber leider nicht in der Zeit. Peter hat den Punkt bekommen. Damit steht es 5-3 für Peter. Und wir gehen weiter. Ist voll cool, Leute. Jetzt sollten auch unsere sehr jungen Zuschauer zufrieden sein. Zufrieden waren auch die Kinogänger im Jahre 1997. Denn sie bekamen mit dem Film Titanic einen der besten Filme aller Zeiten zu Gesicht. Den Inhalt muss man hier nicht mehr zusammenfassen. Jeder sollte eigentlich wissen, worum es geht. Ein Schiff sinkt, nachdem es mit einem Eisberg kollidiert ist. Was aber nicht jeder genau weiß, wie viele Oscars bekam Titanic denn eigentlich verliehen? Ja, also das weiß ich nicht hundertprozentig und das ist mir jetzt zu gefährlich zu drücken. Okay, Christian, willst du noch antworten? Ich habe bei Hugh McGregor schon verschissen. Jetzt werde ich dann nicht raten, wie viel Oscars Titanic gekriegt hat. Ja, kann man ja vielleicht wissen. Die Frage und es wären 11 gewesen. Oh mein Gott. Ich hatte 11 im Kopf, ich dachte, das wäre aber hier. Vielleicht hat er sogar gleich viel. Letzter Herr der Ringe. Wisst ihr, wie viel des Königs? Vielleicht auch 11, ich weiß es aber nicht. Ich hätte nur zweistellig im Kopf. Ich wusste es aber null. Von einem Premium-Film direkt weiter zu Til Schweiger. Oh Gott. Ihr seid vermutlich alle Til Schweiger-Fans und kennt jeden Film des brillanten Schauspielers in- und auswendig.
Ja, da gab es zum Beispiel 2007 eine Liebeskomödie, die bis heute den 13. Platz der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten in Deutschland belegt. Ludo Dekker verliebt sich darin in eine Kindergärtnerin und wird nach und nach vom Macho zum Nice Guy. Natürlich meine ich kein Ohrhasen. Und wie hieß der Nachfolger? Christian. Zwei Ohrküken. Das ist richtig. Das war eine ganz gemeine Pause, muss ich sagen. Die war echt gemein. Ich habe die ganze Zeit auch da gedacht. Da wollte richtig hart reingebaitet werden. Steht da auch dann so mit Leertaste, mit diesen Unterzeichen? Pause. Kreative Pause. Ja, geht's dir, Christian. Genug Schnulz und Liebe. Hauen wir uns lieber irgendwelche Superhelden um die Ohren. Die Namen Iron Man, Thor, Hulk, Spider-Man und Co. sagen jedem was. Egal, ob man die Filme kennt oder nicht. Da ihr natürlich alle ausgewiesene Profis seid und jeden Film in- und auswendig kennt, schauen wir mal, wie gut ihr schätzen könnt. Schätzfrage. Wie viele Marvel-Filme... Ach ja, genau, Schätzfrage. Das heißt, es gibt nur eine Antwort, wer näher dran ist, der kriegt einen Punkt, ja? Ihr dürft aber beide antworten, indem es mir schreibt. Ah, okay. Wie viele Marvel-Filme gibt es seit 2008, beginnend mit dem ersten Iron Man und den drei angekündigten Filmen Captain Marvel, beziehungsweise der ist schon draußen, Avengers Endgame und Spider-Man Far From Home mit eingeschlossen? Wie lange haben wir noch? Ja, ich lass jetzt den Buzzer runterlaufen und dann dürft ihr so lange dürft ihr antworten. Okay. Also ich hab dir den TS geschrieben. Ne? Ja, das ist super. So, Peter, dann schreibt es mir auch. Beide haben es mir geschrieben. Wunderbar. Christian bekommt den Punkt. Er schreibt 21. Peter schreibt 35. Aber 23 wären es gewesen. Oh, not bad. Ach, stimmt, du hast die ja letztens nochmal alle geguckt. Ja, ich habe die ja geguckt. Also mir fehlen halt nur noch die, die so ein bisschen angekündigt sind und so. Gehen wir weiter. Bleiben wir doch bei Marvel. Wechseln aber von Filmen zu Serien. Auf Netflix gibt es einige sehr gute darunter. Darunter Daredevil oder auch Der Punisher. Letzterer hat mehr Leute auf dem Gewissen als Peter. Dafür sieht er nur halb so gut aus. Jüngst ist die zweite Staffel erschienen, in der auch wieder für viel Blutvergießen gesorgt wird. Wie lautet der richtige Name des Punishers? Tja, also nicht jetzt mal Jürgen! Da müsste ich mich an den Film erinnern können, weil die Serie habe ich nicht gesehen. Ich finde diese Marvel-Serien ehrlich gesagt nicht so geil. Ich auch nicht. Ne, ist ja auch absolut legitim. Da schließe ich einfach die Frage an der Stelle. Die richtige Antwort wäre gewesen Frank Castle. Ach, nicht Jürgen. Frank wäre schon? Ja. Frank. Oh Gott, nein. Frank! Frank! Wir gehen weiter. Ich behaupte frech, die Kandidaten haben beide die Serie Lost gesehen. Ich ja auch. Und deshalb gibt es dazu auch keine Frage. Wir wissen ja eh alles. Spannender wird es da doch eher bei so Sachen wie Grey's Anatomy oder Suits. Aber das wäre auch beides viel zu naheliegend. Ja, danke. Ach komm, wir machen es trotzdem einfach. Nennt mir einen der vier Hauptcharaktere aus Desperate Housewives. Alter. Davon habe ich die erste Staffel, glaube ich, gesehen. Keine Ahnung. Die Spitznamen reichen mir auch. Christian. Laurie. Ich würde jetzt Nein sagen, aber ich lese sofort die richtige Antwort dann mal vor, wenn Peter nicht antwortet. Wenn du sagst, ob ich mich da vertan habe. Ich möchte nicht antworten. Okay, ich würde Nein sagen und meine Antworten wären gewesen Brie Weston, Lionette Scavo, Gabriel Gabi Solis oder Susan Delfino. Also gab es nur die eine, den einen Spitznamen namens Gabi, oder was? Ja. Wow. Aber Laurie habe ich jetzt nicht dabei. Ja, ich dachte den Punkt mir, komm, geben, ja. Welcher Name könnte denn da vorkommen? Laurie, hör dich gut an. Ja, du klangst überzeugt, weißt du, ich bin nicht sicher, ob meine Antwort vielleicht... Nee, das war geraten. Okay, damit kriegt Peter den Punkt, damit die 6 zu 5 für Peter. Gehen wir weiter. Richard Gere gehört zu den bekanntesten Schauspielern der Welt. Er hat mitgespielt in Filmen wie beispielsweise Chicago, Der Schakal oder auch Pretty Woman. 2009 mimte er den Protagonisten in einem Film von Les Hellström, der weltweit auf großen Anklang stieß. Darin spielte er den Professor Parker Wilson, der einen treuen Begleiter an seiner Seite hat. Doch als der Professor stirbt, wartet der Hund jahrelang hoffnungsvoll auf die Rückkehr seines verstorbenen Besitzers, bis er ihn irgendwann selbst auf der anderen Seite wieder trifft. Wie heißt der Hund?
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir den Film niemals angucken werde. Der klingt ja ultra traurig. Keine Ahnung, ich kenne den Film nicht. Ich auch nicht. Also, ich weiß dementsprechend auch nicht, wie der Hund heißt. Oh. Okay. Der Film hätte auch den Titel gehabt, der heißt nämlich Hashiko, eine wunderbare Freundschaft. Also da heißt der Hund komplett, ja, der heißt nur Hashiko, der heißt nicht noch eine wunderbare Freundschaft dazu. Und der Hund hieß? Hashiko. Ja, Hashiko. Achso, ja, der gibt's nicht. Jürgen. Also der Film heißt Hashiko, eine wunderbare Freundschaft. Ja, weißt du? Ja, ja, ja. Ich hab dann irgendwann nach 5 Minuten auch mal 1 plus 1 gerechnet. Sehr gut. Wie viele Fragen haben wir eigentlich noch? Das wird ja nie 2 gesagt. Oh mein Gott. Doch, boah. Sind immer gleich viele. Okay. Immer 13. Scheiße. Nach diesem eher traurigen Film wechseln wir schnell und ohne Tränen zu vergießen zu einem heiteren Werk. Die nicht sehr wohlhabende und skeptische Hauptfigur Driss kümmert sich nach einigem Hin und Her um den im Rollstuhl sitzenden, schwerreichen Philippe, worauf sich im Laufe des Films eine echte Freundschaft entwickelt. Die beiden Figuren bauen sich gegenseitig auf und haben trotz schwerer Schicksalsschläge eine Menge Spaß und liefern sich sogar eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. In welchem Land wurde ziemlich beste Freunde gedreht? Peter. Frankreich. Frankreich ist korrekt. Jawohl. 7-5. GZ Peter. Nicht Buzzer, nicht Buzzer, dieser nicht Frage, Buzzer, nicht Buzzer, nicht Buzzer. Dieser Folge wird es noch einmal gruselig. Ich rede abermals nicht von Jonathan, sondern von einer gefürchteten Bestie. Eine Bestie, die unachtsame Menschen frisst und in die Tiefe zieht. Selbst vor Surfbrettern macht sie keinen Halt. Ganze Boote reißt sie in Stücke. Ihr habt es vermutlich schon erkannt, der weiße Hai ist gemeint. Neben einem fantastischen Monster ist jedoch auch der Soundtrack fantastisch. Von wem stammt dieser? I won't do it! Christian. Hans Zimmer. Dieses Schmatzen davor war jetzt auch geil. Ja, Hans Zimmer. Das ist leider nicht korrekt, damit bekommt Peter noch einen Punkt. Peter möchtest du auch noch Peter sagt John Williams. Ja, John Williams. Ja, Peter sagt John Williams. Gib dir noch einen Punkt und damit ist es dann Scheiße. Richtig und du stehst 9-5, hast du damit gewonnen. Oh Mann. Geht's jetzt? 50-50 wieder, ey. Sag Hans Zimmer oder John Williams. Das ist wieder okay. Falsch. Okay. Ich dachte kurz, du verarschst mich jetzt bei der letzten Frage irgendwie. Nee. Noch so. Hier, nimm noch den Punkt, du Wichser. Und den. Ja, du hast ihn gekriegt sogar, deswegen steht es auch 9-5. Ja, aber ich dachte, Christian verarscht mich. Nee. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, lasst es uns wissen mit einem Daumen nach oben. Ja, Peter ist der Filmmeister für die heutige Folge. Ja, danke schön. War mir gefallen. Auch der Text war cool. Ja, hat mir auch gut gefallen. Sven gut gemacht. GZ Sven. GZ Sven. Und dann. Gratulation, Sven. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.